machen wir mal Musik komplett ohne Instrument, weil ihr nämlich auch ganz viele Geräusche mit eurem Körper machen könnt. Das Fremdwort dafür heißt Body Percussion, heißt eigentlich nichts anderes, dass ihr mit eurem Körper Geräusche ähnlich wie Trommeln macht. Das Einfachste ist Klatschen, das können wir alle. Das können selbst Magdalena und Justin. Auf jeden Fall. Bisschen schwieriger wird das Schnipsen, das muss man ein bisschen üben. Wenn ihr das nicht so laut könnt, ist das aber auch nicht schlimm, dann gibt das ein bisschen leiseres Geräusch. Und was man auch kann, ist natürlich auf dem Körper verschiedene Schlaggeräusche. So zum Beispiel, das klingt ein bisschen dumpf. Oder auf den Oberschenkeln. Das klingt schon ein bisschen heller. Nicht zu feste, sonst fängt das irgendwann an zu kribbeln. Oder auch auf den Bauch kann man auch hauen. Oder auch auf den Rücken. Wir brauchen heute aber nur drei unterschiedliche Sachen. Und zwar einmal das Klatschen. Und das Schnipsen. Und zum Schnipsen, für die, die nicht schnipsen können, nehmen wir einen Stapel mit dabei. Dann haben wir da auch ein Geräusch. Genau. Und die Oberschenkel brauchen wir. Und mehr brauchen wir heute gar nicht dazu. Und dazu lernen wir ein neues Lied, das auch entsprechend nur drei unterschiedliche Worte hat. Und zwar zum Klatschen kommt ein Bim. Und zum Schnipsen ein Bom. Bom. Für die Oberschenkel brauchen wir ein Bibi. Bibi. Das machen wir gleich nochmal in der Reihenfolge. Ein Bim, ein Bom und ein Bibi. Jawohl, sehr schön. Die beiden machen das heute nämlich auch zum ersten Mal. Und wenn die das können, dann schafft ihr das auch. Das finde ich, glaube ich, ein bisschen schwierig. Jetzt versuchen wir das mal auf eine Melodie zu bringen. Und die geht so, ich mache sie ganz langsam. Machen wir gleich nochmal. Oh. Super. Die zweite Zeile geht im Prinzip genauso, nur dass am Ende die Tönchen ein bisschen anders sind. Das ist aber egal, wir konzentrieren uns aufs Klatschen. Zweite Zeile. Oh. Ist, irgendwo, es geht. Drei. Oh.